Das Mediclin Herzzentrum Coswig ist nicht nur bekannt für seine internationalen Herzspezialisten, sondern mittlerweile auch für seine im Quartalsrhythmus wechselnden Kunstausstellungen. Seit dem 2. Februar 2011 sind die Malereien des Wittenbergers Jörg Hund in der Galerie der Klinik zu bewundern. Mit ihm fand wieder einmal ein regionaler Künstler eine Plattform in dem Mediclin Herzzentrum. Doch auch über die Grenzen Deutschlands bekannte Maler verschönen hier schon die weißen Klinikwände. Zu verdanken haben wir das dem Oberarzt des Hauses, Wolfgang Michael Handrack. Der kunstbegeisterte Mediziner initiiert bereits seit 4 Jahren diese Ausstellung aus eigenem Engagement. Gezielt gibt es so 2 Richtungen, die ich sammle, und das macht mir Spaß. Es hat Gott sei Dank nichts mit der Medizin zu tun. Wobei, ich bin gerne Mediziner, aber ich brauche auch ein Leben außerhalb der Klinik. Und das ist für mich zum Beispiel meine Gesunderhaltung dann auch. Ne? Das Besondere an der jetzigen Ausstellung von Jörg Hund ist, dass der Kunsterzieher 2002 einen Schlaganfall erlitt und seither behindert ist. Mit seinen Bildern kann er sich jedoch gut ausdrücken und man sieht ihnen an, dass sie mit Lebensfreude und Hoffnung entstanden sind. Genau diese Eigenschaften schätzt Oberarzt Handrack an dem Künstler. Denn zu viele Patienten geben sich ihrer Krankheit geschlagen und ziehen sich aus dem aktiven Leben zurück. Alleine wird man natürlich mit einer Krankheit nicht fertig in der Regel. Man braucht Unterstützung. Unterstützung in der Familie, Unterstützung in der Gesellschaft, aber auch eine eigene Unterstützung, die von innen herauskommt. Und die versucht er natürlich über die Malerei zu machen. Und das versuche ich den Patienten in diesem Fall, im speziellen Fall, vorzuführen, dass man nach einer Krankheit natürlich behindert sein kann, eingeschränkt in seinem Leben sein kann, aber es gibt Lösungen. Lösungen, die manchmal sehr einfach sind, die man am Tisch machen kann, auf dem Balkon machen kann, im Garten, sonst wo. Die Bilder sind farbenfroh, einige zeigen lachende Kinder. Keine Spur von Melancholie. Einzig ein wenig romantisch zeigen die Malereien regionale Landschaften aus Dessau und Wörlitz. Mit der angewandten Tupftechnik erinnern einige Bilder sogar an Van Gogh. Da fällt es schwer, einen Favoriten auszumachen. Die nächste Kunstausstellung im Mediclin Herzzentrum startet am 24. Mai und zeigt Bilder von einem Künstler aus Wernigerode.